Jo Leute, hier ist wieder der Black Ripper mit einem kleinen Infovideo. In letzter Zeit sind ja gar keine Videos von mir gekommen. Der Grund ist einfach gewesen, mein PC war im Arsch und ich musste den neu machen. Seit Freitag war der im Arsch. Er läuft jetzt erst seit gestern Abend wieder. Ja. Aber das ist nicht das Ding. Das ist halt nur die Sache, warum habe ich keine Videos hochgeladen, Game Bang und so, ne? Die Sache ist von Crash Bandicoot. Und Banjo-Kazooie sind jetzt meine Speicherstände weg. Das heißt, diese Projekte werden erstmal auf Eis gelegt. Das Einzige, was ich retten konnte, war Minecraft. Dafür wird es auch noch wieder Videos geben. Aber Banjo-Kazooie und Crash Bandicoot werden erstmal auf Eis gelegt, solange bis ich wieder dahin gespielt habe, wo ich das letzte Mal war. Das wird wahrscheinlich so ein paar Wochen dauern, weil ich dann zurzeit auch überhaupt gar keine Lust drauf habe. Das aber wiederum, das ist der Vorteil, das schafft Platz für neue Projekte. Ich weiß zwar nicht, was ich für Projekte überhaupt auf meiner Seite angekündigt habe. Ich kann ja mal kurz gucken. YouTube, mein Kanal, was haben wir denn da so unter, geplante. Clive Barker's Jericho. Ja, Let's Grusel wäre natürlich mal nicht schlecht, wobei das ja nicht mehr zum Gruseln ist. Ja, Super Mario Sunshine hat mein Videograbber ist ja nicht da, ne? Und genauso wie bei Jack and Dexter. Da fehlt der Videograbber. Ich könnte ja auch eventuell gucken, was ich für die PS1 wieder so kriege. Und da dann mal so ein bisschen rumzocken. Also, Fazit. Ich werde demnächst Banjo-Kazooie und Crash Bandicoot weder hochladen, nicht hochladen, weder aufnehmen noch hochladen, ist ja logisch, ne? Weil die Speicherstände sind weg und ich muss das alles bis dahin neu zocken. Was ich wahrscheinlich machen werde, ist mit meiner irgendwann mal angekündigten, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Video ich das gesagt habe, aber ich werde wahrscheinlich auch noch anfangen mit meinem Zelda Let's Play Reihe. Also hier so angefangen mit Zelda Link to the Past, dann geht's weiter mit Ocarina of Time, dann kommt Majora's Mask, dann ein oder zwei Teile für den Game Boy, weiß zwar noch nicht welche, aber das werde ich ja sehen. Dann wahrscheinlich Wind Waker und Twilight Princess, die werden dann wahrscheinlich auch noch kommen. Ich weiß nicht, ob ich mir sie holen werde. Oder ob mein PC gerade abgestürzt ist. Outer City? Du Spast. Ah, geht doch. Aber ich glaube, du hast es gerade nicht aufgenommen. Egal, ich werde es ja sehen, ne? Ich nehme das einfach nochmal auf. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.